Hallo, wenn ihr dieses Bild seht, wisst ihr schon Bescheid, es wird verlost und wir haben eine Menge vor uns. Schauen wir mal. Wir fangen an mit dem Choice aus dem Mai. Bald kommt das Neue, bin ich mal wieder gespannt. Und wir fangen einfach an mit Surviving the Aftermath. Hätte ich fast den Kegel vorgelesen, der daneben dran steht, um Gottes Willen. Also, wir haben 6 Teilnehmer und einen Key. Da haben wir Evgeny Reitzmann zum ersten Mal dabei, nie gelesen zuvor. Den müsste ich auch kontaktieren, falls er gewinnt, mit der 1. KS mit der 2, den haben wir schon mal gehört. Ventacrassus 3, Nessiop 4, Pommes 5, Pavel 6. Also haben wir einmal die Zügung aus 6 Teilnehmern. Und die 2. Der KS ist unfassbar. Also, er räumt schon ab. Ne? Da kann er ja nichts für. Ne? So, Planet Zoo. IWD, KS, Ventacrassus, Pommes, Pavel. 5 Leute. Ah, der Ventacrassus kriegt Planet Zoo. Zack. Dann gibt es das SpongeBob-Spiel zu gewinnen. KS, Nessio, Pommes, Pavel. Es werden immer weniger. Haben wir auch nur einmal. Hat der KS gewonnen? Der hat schon mehr Glück als andere, oder? Ach, egal. So, und dann Spellcaster University. KS, Ventacrassus, Nessio, Pommes, Pavel. Je. Gucken wir doch mal. Ach, das ist der Nessiop. Jawohl. Zack. Super. Das war schon das Choice. Es ging relativ schnell. So, dann der Bundle-Test kompakt. Da kam einmal das Jurassic World Bundle. Und da haben wir das Jurassic World Evolution mit dem Deluxe Dinosaurier Pack. Jeweils zweimal zu gewinnen mit 3 Teilnehmern. KS, WM Gmail und Pavel. Nummer 1 hat der Pavel. Und Nummer 2 hat der Pavel. Nummer 2 hat der Pavel. Nummer 2 hat der WM Gmail. Diesmal kein KS. Aha. So, Giant Assistus 2D vom Revenger gestiftet. War einiges schon vom Revenger gestiftet und einiges von mir. Giant Assistus 2D, KS, Nessiop, WM at Gmail. Was ist das? Anchi? Bundle Test kompakt. Kleinen Moment bitte. Ich muss gerade mal schauen. Gehen wir mal über die Kronk-Seite. Ist ja jetzt nichts Geheimes. So, mein Kanal. Machen wir mich mal schnell aus, bevor ich irgendwas laber. So, und das war es hier. Bundle Test kompakt. War das das? Ich glaube schon, ne? Und hier. Ja, hier ist. Anchi. Tatsächlich Anchi. Ich habe es einfach mal so reingeschrieben, ohne es wirklich gemerkt zu haben. Also Anchi. Kenne ich noch nicht, müsste ich anschreiben. Siehst du mal, ich arbeite gründlich und auch völlig unbewusst. So, das sind also dann 4 Teilnehmer für einen Key. Anchi! Glaubt ja manchmal auch, dass. So, schreibe ich gleich mal einen Kommentar bei YouTube, dass er sie es gewonnen hat. So, dann haben wir Orcs Must Die 2, gestiftet vom Revenger zusammen mit dem kompletten DLC-Pack. KS, Nessiop und Pavel. Hätte mich gewundert, der KS. Gut, dann Neon Abyss. Zweimal. Einmal mit Chrono Trap DLC und einmal ohne. Wir verlosen erstmal das ohne. Mitgemacht haben KS, Nessiop, WM und Pavel. Also WM Gmail und Pavel. Also erstmal ohne.
Das ist der wm@gmail. Und jetzt mit wm@gmail. Das ist der Nessjob. Stern und Plus. Gut, so. Gut, das war dann auch schon dieses Bundle-Test kompakt. Und jetzt kommt Battle of Yore. Einmal Tyranny wird verlost unter KS, IWD und Nessjob. Das hat der IWD. Jawohl. So, Ember unter KS, Kingpin, IWD, Nessjob, wm@gmail und Pommes. Pommes. Auch mal wieder dabei. So, dann haben wir hier Pathfinder zweimal. Da ist dabei KS, Kingpin, IBD, Nessjob, wm@gmail und Ventagrassus. Einmal der Kingpin und einmal der IWD. Ach, der kriegt halt zweimal was. Gut. So, das war's schon. Das ging schnell. Das heißt, von mir kriegen Keys. Der KS kriegt Serving the Aftermath. Planet Zoo kriegt der Ventagrassus. Das SpongeBob-Spiel kriegt der KS. Nessjob bekommt Spellcaster Academy. Jurassic World mit DLC bekommt der wm@gmail und der Pavel. Giant Sisters 2D bekommt Angie. Orcs Must Die 2 mit DLC bekommt der KS. Neon Abyss mit DLC bekommt der Nessjob und ohne DLC bekommt der wm@gmail. Tyranny bekommt der IWD. Ember bekommt der Pommes und Pathfinder Kingmaker bekommen Kingpin und IWD. Und das war's. Anschi schreibe ich an. Alle anderen kriegen in den nächsten Sekunden. Nein, kriegen also relativ bald ihre Keys. Ich mache später noch den Bundle-Test heute für das Prime Gaming, aber das ist halt noch nicht da. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und ich sage dann mal danke für die Aufmerksamkeit und macht's auf jeden Fall gut. Ciao.